Wo ist denn die Mutter? War das auch nicht zu Hause? Okay. Da haben wir cool. Ich habe die Kite-Basis fast fertig. Das wird super. Wenn wir da. Wenn wir jetzt rausgehen, ist der jetzt fertig schon? So, ne, hat sich nichts verändert. Okay. Gucken wir mal, ob Cartman was Neues für uns hat. So. So, dann mal gucken. Wie war das? Wie kommen wir ins Questlog? So. Schlüsseljagd ist hier unüblich. Missionsinfobereich. Haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt mehr Follower. Wo ist denn Cool Friends? Du müsstest doch die Info geben zur Mission, oder? So. Wir haben gerade keine Mission. Schnitzeljagd. Wendys Auto. Charakterbogen. Ach, Verbündete. Okay. Super Quake, Charakterbogen nicht gefunden. Ah, bei Quake muss man einen Charakterbogen finden, okay. Das lassen wir erstmal. Okay, da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen umgucken. Da fährt ein Auto. Vermutlich ist das der Level, können wir die Superhelden. Ah, der will schon wieder mitspielen. Der sucht eine Katze. Das ist bestimmt kein Zufall. Mit dem Unterschied, dass er so wahrscheinlich sucht, um was zu essen zu machen. Mich wundert, dass wir Kenny noch nicht gesehen haben. Hier waren wir schon. Ah. Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Jo. Ja, zum Kuhversteck zurück. Welches Haus war denn das? Könnte es aber mal. So ist das Spiel schon. Ah, was ist das denn? Ah, braucht eine andere Fähigkeit, okay. Hier sonst noch irgendwas tun. Na gut. Gehen wir mal rein. Sollten wir den Code jetzt wieder eingeben? Jedes Mal, echt? Gut. Ah, da bist du ja, Hundearsch. Superheld sein ist schwerer als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Was? Vater deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Oh Gott, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier es aus. Oh mein Gott. Auf dem Smartphone zu sehen. Startet die Artefakte-App. Ja? Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Ah, das ist der Skillbaum. Gearmt ein Artefakt. Was, um deinen Artefakt zu bearbeiten? Leer kein Platz. Wird freigeschaltet auf Heldenrang 3. Kleiner Platz steht da. Drücke A, um das Artefakt auszurüsten. Ach, okay.
Das ist praktisch Junior Kun Finchiwo. Normales Standard Super Gadget für Einsteiger bei den Kun-Freunden. Gibt ja das recht geringe Artefakte im Dienst von Kun Fins einzusetzen. Stolz von Nipolis. Geschwindigkeit plus 105, hier gibt es gar nichts dazu. Geralts persönliche Darstellung der Lochnor-Trophäe, so wie er sich an seine vernebelten Fieberträumen sich an sie erinnert. Meine Fresse. Einige Elfenohren, die geerntet, getrocknet und mit dunkler Magie verzaubert wurden. Es gibt plus 4 und 15 im, ich weiß nicht. So, ultimativ Krafterholung. Ah, 15%. Es gibt gleich viel, aber dafür kriegen wir Status-Effekt-Schaden. Dieses legendäre, dickere Modell wurde nur durch neueste Alien-Technologie möglich und bringt die viskolorektorale Belastbarkeit in Grenzen, um die Wirksamkeit im Kampf zu maximieren. Ich will das nicht haben. Ehrlich gesagt, ich kann da drauf verzichten, denn ich weiß, wo es hingehört. Na gut, die Kette aus Elfenohren, die bringt Regeneration und die bringt Statusschaden. Ich nehme mal Regeneration erstmal. Artefakte steigern deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheidet. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktenplätze freizuschalten. Das verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Ja gut. Mach sie fertig, Arschloch. Ah, du kennst das lang. Geil. So, gibt's jetzt hier noch was? Haben wir jetzt eine Quest, eine offizielle? Wie war das? LB? Aufstand der vierten Seite, Katze vor den sechsten. Mission auf Karte zeigen. Genau, jetzt sollen wir das durch. Gut, ist auch schon eine aktive Mission. Gut, da wissen wir ja, wo es lang geht. Wir den Hebel umlegen. Jetzt zum Superheld. Zack, zack. Ja, entschuldige bitte. Bin schon auf dem Weg. Nein, wir können mal. Was, Tauli, hallo. Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power, Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp. Ja, danke schön, Tauli. Willkommen im Kunststore, nur für autorisierte Benutzer. Oh. Kaufen. So, ein Felsenanzug. Haben die denn irgendwelche Werte? Guck mal, hier tun wir noch mehr. Kuhn-Kuchen. Komponenten. Okay, das ist so der Stuff, den wir so finden. Kostüme. Rezepte. Buch der List-Rezept. Ah, macht einen. Im Inventar, der verzauberte. Ein registriertes Mitglied von Kuhn & Friends. Ja, ja, ja. Status-Effekt-Schaden plus 16%. Jetzt ist der Vitalität. Ultimativkrafterhöhung. Was? Jo, Gurtende Kettenrezept. Gurtende Ketten. Stoßkombo-Schaden plus 70. Kostet $2, die haben wir. Alle Käufe sind bindend. Gut, jetzt können wir mal bei den Kostümen gucken. Bringen die was, außer Optik? Dann würde ich lieber was basteln. So. Wir haben Artefakte, davon haben wir nämlich teilweise zwei. Hiervon haben wir zum Beispiel zwei Stück. So, dann haben wir hier wieder $2. Kette aus. Was, plus 24 Cent? Scheiß gibt der uns. Den Rest behalten wir erstmal. Ja, ich komme wieder auf jeden Fall. So, haben wir das jetzt schon ausgerüstet? Artefakte. Gut,
Ultimativkraft, kritischer Schaden. Ladeschaden, kritische Ultimativkrafterhöhung. Wo ist denn das, was wir jetzt gekauft haben? Ist das bei den Kostümen? Nee. Haben wir das im Inventar vielleicht? Missionsgegenstände, Verbrauchsgegenstände. Hä? Moment, ich gehe nochmal kurz in den Shop, wir gucken nochmal. Zugriff auf Kunststoffinventar. Rezepte. Ah, das ist ein Rezept, das müssen wir also erst herstellen irgendwo. Moment. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ja, Crafting. Crafting-App ermöglicht es dir, verschiedene nützliche Dinge mit Hilfe von Rezepten herzustellen, die du auf deinem Abenteuern findest. Erfordert Crafting 5. Komm. Hä? Was ist der Unterschied? Beschaffe weitere Zutaten, okay. Etwas Glue? Wir brauchen den Leim. Ich habe ihn schon gesehen. Ich weiß schon, wo er liegt, aber. Ding werden wir noch nicht kriegen. Dazu werden wir alle 10 Dinge finden müssen. Bleib Moment, bleib wieder da. So, dann geht's auch schon weiter. Das ist die Neuigkeit, das Schnellreisesystem läuft. Zoom. Oh. Das ist gut, dass das wieder freigeschalten ist. Das dürfte auch das sein, was jetzt hier auf einmal steht. Schnellreise freischalten, kommt mit raus. Hier ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. Yep. Das ist sehr gut. Ja, aber im späteren Spielverlauf auf jeden Fall mehrmals benutzen. Hier, Mizi, komm, Mizi, Mizi, Mizi. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib so. Mir den Stein. Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse. Ja, Kampfvorteil. Besiege die 6 Cluster. Kampf stoppen. Wollen wir uns wirklich mit den 6 Clustern anlegen? Keine Gnade, Leute. Jawohl. Outfits, Trottel. Zeig uns, was du drauf hast. So, Kampfschwierigkeitsgrad. Casual, Helden haben einen Vorteil. Heroisch, Helden und Gegner sind gleich stark. Superhirn, Gegner haben einen Vorteil. Ich mach mal heroisch. Pausenmenü können wir uns wieder ändern, das ist gut. Denn im The Stick of Truth gab es einige Kämpfe, die ich nicht geschafft habe. Hört mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Ja, aber kein Stress. So, stehen die hier? Die können wir uns irgendwie nach links umgucken? Die stehen hier in Reihe, da könnten wir. Da können wir hier zwei treffen. Einer davon wäre auch fast down. Ja, dann machen wir das mal. Ich hoffe doch. Wen soll ich quälen? Ich wähle nichts. Was? Wieso greift er uns an? Nimm das Zwerg! Ja. Nein, du Schwein. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ja. Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Ja, hat er uns gerade mit dem Popel beschmissen? Der Wind der Gerechtigkeit. So, Humankind. Was ist denn hier bei B? Was sind das für eine? Schütze deinen Teamkollegen. Ah, okay. Wir greifen mal den stärksten von zuerst an. Wir können ja nicht stehen, ne? Shit. Hey, Kai! Oder wie auch immer, tu was! Ja, Moment. Dann greifen wir. Einfach. Ach,
Dann kriegt er sogar Leben. Jetstream, Ziel, Verbündete in der Nähe und. Was? Ziel, Verbündete in deiner Nähe und heile sie? Ich hab's gleich. Ja, Moment. Achso, okay, das können wir machen. Jubiu! So, Quakes Blockkräfte erlauben es, ihm Schaden umzulenken. Blockkräfte wehren bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden ab. Ein Charakter, der blockt, nimmt nur Schaden, wenn er zurückgestoßen wird oder Angriff so viel Schaden anrichtet, dass er den Block durchbricht. Probiere Quakes Blockkräfte auch, indem du drückst. Schön, dich von dir überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Leuchtender Stinkefinger, erhalte einen Block und mach den Gegner wütend. Das. Okay. Wenden wir mal auf den an, oder? Geht das? Wieso geht das nicht? Oh, auf ihn kann man es anwenden. Welche Scheißfähigkeit soll ich einsetzen? Wieso kannst du es nicht auf den da hinten anwenden? Na gut, dann machen wir es auf ihn. Ah, cool. Gut, dann schauen wir mal. Wir stehen auf Linie da, ne? Jawohl. Dann haben wir den Starken sogar schon weg. Uah! Wir sind ganz schön low. Den werde ich an dir abbauen. Jetzt ist wieder Platz für einen ganzen Hamburger. Entschuldigung, ich muss einen Ballon testen. Ich bin drin. Okay. Egal, okay. Wir müssen vielleicht. Mit X müssten wir ihn eigentlich treffen, oder? Ah ne, er steht hier unten auf der Linie. Aber den treffen wir nicht, oder? Ja, doch. Drachen fliegt, Drachen siegt. Wer braucht am meisten Drachenprügel? So, Super Quake. Kriegen wir den damit down? Ja, den können wir damit down. Megafaustschlag. Den haben wir die Fresse poliert. Du hast gewonnen. Armageddon-Blatt, Artefakt. Und ein bisschen Geld. Mobbermatcher, Artefaktensammler. Jo. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Okay, geile Aktion. Warte nur, bis ich rumspringe, dass wir 4 6 Kettler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl ich jetzt natürlich alle 6 Kettler im Visier habe. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorgen wir uns noch mehr Follower. Ja, danke schön. Trottel, du hast gesagt, ich soll das machen. Cartman, dieser Bastard. Geht da weiter. Mal schnell einen Schluck trinken. Hui, Auto. Oms Rhinoplastie. Hey, du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Moskito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Ah, Moskito im Honigtopf. Nutze die Gasse, um zu Wines zu kommen. Gefahrenwarnung, die Straße zu Raisins wird von dummer Lava blockiert. Die Gasse der Hauptstraße ist. Schalten das erstmal frei hier. Der Reise freigeschaltet. Hauptstraße. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzkrieg vorbei. Bis dann. Jo, das ist aber schnell. Verbündeten freigeschalten. Blitzweg. Ja. So.
So. Gut, wir machen jetzt aber eine kleine Aufnahmepause. Ich guck mal, ob ich speichern kann, muss, darf. Jawohl, ich muss. So, wir machen eine kleine Aufnahmepause. Es geht sogar morgen direkt schon weiter. Ich verabschiede mich hier erstmal. Wir sehen uns gleich wieder. Good luck, have fun. Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks? Super Craig.